Ja, guten Morgen, hier ist ein Fusselflitzer Videostudio. Ach Quatsch, nein. Es wurde schon länger gefragt, ob ich euch mal in einem Uncut-Video zeigen kann, wie meine Wellenrichtmaschine funktioniert. Das möchte ich gerne zeigen. Ohne irgendeinen Cut, das heißt, da wird nichts verschönigt. Da wird die Welle eingesetzt, wird gemessen, Schlagkontrolle gemacht, aufgeschrieben in einem Maßprotokoll. Ist halt Industriestandard. So ein Typ bin ich. Und dann wird dann gezeigt im Video 1 zu 1 ohne Cut, wie ich die Welle richte, wie die Funktion des Gerätes ist. Schaut einfach zu. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video wird. Wir werden es sehen. Also ich habe jetzt hier drei Wellen. Alle drei vom Lukas, weil meine sind leider alle bei draufgegangen. Das heißt, ich habe alles gerichtet bekommen bei der Entwicklung dieses Gerätes. Ich habe schon selber gar keine krummen Wellen mehr. Die sind schon bei mir Mangelware. Und so viel fahre ich nicht krumm. So, die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass die Wellen, Diff-Wellen meistens auf der Ausgangsseite, da wo das Differentialritzel sitzt, krumm werden. Und jetzt habe ich die Welle eingesetzt. Kann das halt nochmal zeigen. Ich habe wohl bei der GL Racing Welle gehabt, da war hier der Mitnehmer. Wo ist er? Da. Der war mehr als 6 mm lang, der Bolzen. Da kriegte ich das durch die Bohrung da nicht durch, weil die ist 6,1. Aber ich kann direkt einsetzen. Die Welle wird an den gleichen Stellen gelagert wie in dem Motorhalter. Ich habe jetzt hier den Abstand genommen von dem normalen Motorhalter, nicht LM. Aber LM-Wellen und Formel-1-Wellen kann man da drinnen genauso richten mit dem gleichen Abstand wie die normalen Wellen. Das macht nichts aus. So. Jetzt kann ich meine Schlaguhr dran setzen. Die ist jetzt so eingestellt, dass ich direkt testen kann. Ich gehe mal kurz ran. Ich zoome mal kurz ran. Ah. Schubrupp. Ich drehe jetzt mal ein bisschen. Warum siehst du gerade nicht scharf? Ah, sieht er scharf. Jetzt drehe ich die und da habe ich Schlag drinne. Da bin ich bis 0,5 und da bis 12, also 0,17 Schlag. Trage ich mal im Messprotokoll ein, 0,17, also 1,7 Zehntel. Mal ein bisschen lauter noch mal laufen lassen. Na. Ja, 18, 17, 18 Hundertstel Schlag sind da. So, dann gehe ich jetzt in die mittlere Position, setze ich ein. Muss ich jetzt von unten drehen ein bisschen. Da bin ich im 3, 400, 500 Bereich. Das ist aber auch deswegen, weil die Lager, sie sind, die da drinnen sind, die haben schon gelitten durch das Druckaufbauen, was ich euch später zeigen werde. Da sage ich mir, die Hundertstel, die schenke ich mir einfach so ab. Alles, was unter 500 ist, das schenke ich mir, weil das kannst du eh knicken, wenn du so Reifen drauf machst wie Marker oder so, dann hast du eh mehr Schlag. Dann müsstest du theoretisch schleifen oder einfahren. Ich stehe mehr auf Einfahren der Reifen auf der Rennstrecke. So, mal hier gucken. Ja, da sind wir auch im 400-Bereich. Das schenke ich mir auch. Das heißt, ich habe nur in dem Bereich habe ich den Schlag und den werde ich jetzt gleich wegrichten. So, da war 0,05 und da 0,04 habe ich im Maßprotokoll eingetragen. So, ich zoome mal zurück. Hier habe ich mein Maßprotokoll, da habe ich das jetzt eingetragen. So, jetzt kommt das Richten ins Spiel. Dazu nehme ich dieses Werkzeug, das wird dann da reingesetzt und mit diesen Hämmerchen übe ich Druck auf der Welle aus, an gewissen Punkten. Das heißt, ich stelle das jetzt so ein, immer da, wo der höchste Punkt ist, da werde ich dann Druck ausüben. Ich muss jetzt mal gucken noch, dass ich das hinkriege, dass die Kamera das einfängt. Noch ein bisschen senkrechter gehen. Ja, drehen. Wie gesagt, alles uncut. Der ist immer wichtig. Der muss immer drin sein. Tut mir leid, ist aber so.
Jetzt suche ich mir den höchsten Punkt. Da. Dann übe ich jetzt hier mit dem Kipphebel Druck aus. Kann sein, dass ich jetzt nicht den richtigen Druckpunkt finde. Ich habe da schon ein bisschen Erfahrung drin. Springt wieder zurück bis auf den gleichen Punkt, bis auf die 40. Üben wir mal ein bisschen mehr Druck aus. Das ist schon der hartnäckige Wille. Da habe ich jetzt schon Bewegung drin. Da sind jetzt 2 Hundertstel wieder rausgegangen. Jetzt bin ich schon bei 40. Jetzt weiß ich ungefähr, wo der Druckpunkt ist, wo sich anfängt, das Material zu verbiegen. Das ist jetzt eine reine Erfahrungssache. Da habe ich jetzt schon 300stel. Das ist eine Übungssache. Gib mal noch ein bisschen mehr Druck bis auf 0. So, da haben wir schon 300stel. Kann auch durchaus passieren, dass meine Welle knack sagt, je nachdem, wenn es dann Aluminium aus Randschicht gehärtet ist, wie bei GL Racing, dass so eine Welle mal den Löffel gibt oder bricht. So, 500stel habe ich jetzt schon hingekriegt. Jetzt mache ich mal drehen. Ich nehme den einfach mal raus, der Temakön. Also vorher hatten wir 1700stel, jetzt sind wir bei 800stel. Haben wir ja schon einiges weniger. Dann machen wir weiter. Also, hab vorhin bis dahin gedreht. Jetzt gehen wir nochmal 500stel mehr. Das ist jetzt aber schon richtig heftig. Oh, da ist auch wieder was gekommen. Denk mal, das dürfte jetzt schon fast okay sein. Nehmen wir raus wieder. So, da rede ich nicht mehr über den Schlag. Da ist der Schlag raus. Schon läuft's. Das war jetzt Teil 1. So, da haben wir. Ich schreibe einfach mal ganz tolerant 0,03 300stel auf. Das hat wie soll einfach funktioniert. Da haben wir jetzt 300stel. Mal gucken, ob ich den Schlag jetzt woanders hingezogen habe. Jetzt teste ich hier an. Da bin ich immer noch bei meinem 0, also bei 300stel. Da ist der Schlag auch ein wenig rausgegangen. Ist logisch, wenn ich den Schlag da wegdrücke, vor dem Lagersitz drückt sich der auf der anderen Seite auch ein wenig weg. Da habe ich 300stel, also ich sage klipp und klar, die Welle ist einsatzbereit, weil die 300stel kannst du dir schenken. Ja, da haben wir auch 300stel. Also, Maßprotokoll, 300stel, 300stel, 300stel. Da bin ich dann halt in meiner sogenannten Toleranz, die ich mir selber auferlegt habe, wo ich sage, das lohnt sich, alles andere lohnt sich nicht. Ja, so, soll ich euch noch eine zweite Welle zeigen? Das war jetzt die. Das habe ich da ausgefüllt, die Hund hinterdrehte, bin ich blöd. Bin ich schon blöd? Das war doch die Silberne. Füllen wir kurz nochmal aus. 0,17 war vorher, danach 0,03. 0,05, 0,03, 0,04 war da und 0,03. So, hasta la vista. So, das war die Welle Nummer 1. Messgerät raus. Welle 1 mit Messprotokoll, Qualitätsmanagement, QM sagen wir dazu in der Industrie, dabei gelegt.
So, ich habe nur 10 Minuten Zeit, um so ein Video zu drehen. Dann macht er das Handy automatisch einen Cut. Da wollen wir mal Gas geben. So, jetzt habe ich hier noch so eine hinterdrehte Welle. Sie ist scharf, du Socke. Machen wir mal so. Egal, die ist hinterdreht. Setze ich ein, wird dann gerichtet. Ist ein bisschen filigraner einzufädeln. Jo, fädeln. Guten Morgen, Thomas. So, sitzt drinne. Schlagkontrolle machen, zack. So, und das Monstrum, das hat. ,6. Ich zoome mal ran. ,6 Schlag. Den machen wir raus. Also 0,1 vorher, 0,16 Schlack. Gut, Kipphebelchen wieder drauf, den üblichen. Jetzt wird wieder die höchste Stelle gesucht, Richtung Kipphebel. Das heißt, da ist die höchste Stelle. Jetzt teste ich erstmal wieder an, wie viel Druckpunkt ich machen muss. Erfahrungswerte sagen wir schon immer einiges. Da ist schon ein Hundertstel weg. Noch ein Hundertstel weg. Das hat da gerade schon ein bisschen geknackelt. Einmal Messvorgang. Da sind wir jetzt schon von 16 Hundertstel auf 6 Hundertstel Schlag runter. Das ist jetzt der Schnelldurchlauf fürs Richten. So, machen wir nochmal ein bisschen Druck. 1 mm, 1,1 mm. Schwupp, da sind nochmal 2 Hundertstel weg. 1,1. So. Raus damit. Da sind wir jetzt noch bei 6 Hundertstel. Da hat die Welle sich ein bisschen verdreht. Suchen wir den Punkt, wo wir Druck ausüben müssen. Wo war ich mir gerade? Die ist schon ziemlich gut. Wenn ich an der falschen Stelle drücke, dann passiert es, dass ich mir wieder Schlag reindrücke. So, und siehe da. Bin ich auf 500. Thomas sagt sich da, sagt seine eigene Norm, da geht noch ein bisschen. Und siehe da, wir sind in dem Bereich 2,5, 3 Hundertstel. Läuft 0,03. So schnell geht das. Jetzt habe ich einen Zeitablauf 3 Minuten 30. Ich muss mal mich in Minuten abrechnen lassen, wenn ich die Wellen repariere. So, und hier haben wir in der Mitte auch 3 Hundertstel. Das ist auch okay, das belassen wir so, da fangen wir nicht an weiter zu drücken, das ist alles nur unnötig. Der nächste Kollege kommt, fährt auf die Achse drauf, dann sieht das wieder genauso aus. So, hier haben wir auch 300. Das belassen wir auch so. 0,03, 0,03. Maßprotokoll wie üblich wieder ausgefüllt. Lukas wird sich freuen. Die zweite Welle ist auch in Ordnung.